Hallo ihr Lieben, ich habe mir sehr viel bei H&M bestellt. Ich zeige euch mal das Paket, das ist so schwer, Leute. Der Postbote tut mir echt leid. Seitdem ich H&M online kenne, muss ich sagen, ich bestelle nur noch. Also ich gehe wirklich fast in kein Geschäft mehr rein, also jetzt H&M. Und bestelle mir halt alles, weil ich weiß nicht, das ist so chillig. Ich liege abends im Bett und denke mir, komm, du brauchst was und bestellst. Und das Schöne daran ist, du kannst das zurückschicken, du musst keine Versandkosten oder so zahlen, also wenn du das Paket zurückschickst. Ich zeige euch jetzt, was alles da drin ist. Ich werde die Sachen anziehen und dann werde ich mich auch direkt entscheiden, ob ich die behalte oder nicht. Weil ihr wisst, ne, online, wenn man nichts anprobiert, dann ist es auch meistens eine Enttäuschung. So, das packe ich mal weg. Das ist so groß, Leute. So, das ist alles. Das sieht halt so aus. Dann fangen wir mal direkt mit dem ersten Teil an. Jetzt wiegt alles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir fangen auch direkt mit einem Mantel an. Und zwar hat das so einen Wasserfallkragen. Das ist ein dunkelrot. Also das sieht jetzt auf der Kamera so richtig rot aus. Aber nein, das ist dunkelrot. Der Mantel ist überhaupt nicht fürs Winter gedacht. Der ist halt eher für Frühling gedacht oder für so schöne Herbsttage, die wir leider dieses Jahr nicht haben. Ich fand den halt schön, weil der nicht so lang ist und ich finde, man kann sowas immer sehr schön kombinieren, wenn man halt abends rausgeht, darüber vielleicht eine dickere Jacke anzieht, einfach halt so anlassen oder wenn man auf einer Feier geht. Deswegen habe ich mir diesen Mantel auch bestellt. Also ich werde es auf jeden Fall behalten. Wie gesagt, der gefällt mir sehr, der sitzt sehr schön. Dann habe ich mir noch einen Pulli bestellt. Der Pulli ist halt mit Nieten, Steinchen und Perlen bestrickt. Mir hat dieser Oberteil sowas von gefallen, aber ich werde den nicht behalten, weil der fällt überhaupt nicht schön aus, also gar nicht. Der ist zu breit. Und was ich halt sehr schade an diesem Pullover finde, ist, dass der kratzt. Boah, man hält das gar nicht aus, weil er so extrem kratzt. Man muss auf jeden Fall etwas drunter tragen. Der ist überall so zu breit. Überall. Dann habe ich mir noch einen Pulli gekauft. Ich habe es dieses Jahr mit meinen Pullis. Also der hat mir sowas von gefallen. Ich habe den gesehen und habe mir gedacht, du musst dir das sofort bestellen. Vor allem jetzt diese Blumen und so, die sind voll in. Ne? Also die hat man mittlerweile überall drauf. Und ich finde den Pulli auch sehr weich. Also der passt wirklich perfekt. Und ich finde den sehr schön, weil er halt so etwas eng geschnitten ist. Und ich finde, diesen Pulli könnte man sehr gut mit einem langen Bluse tragen, also man könnte die Bluse drunter ziehen, so dass es etwas rausguckt, finde ich richtig schön. So habe ich mir das auch im Kopf vorgestellt, deswegen habe ich mir das auch gekauft. Ja, das habe ich mir in Größe S bestellt, passt auch perfekt. Ich habe mir das auch in XS bestellt, aber XS war zu kurz, deswegen bin ich auch bei S geblieben. Also wie gesagt, ich finde es echt schön und ich finde bei so Pullis kann man nichts falsch machen. Dann habe ich mir noch eine Jacke bestellt, was etwas fein ist. Also ist auch so in der Art wie ein Halbmantel, aber ist halt sehr fein. Wo ich diesen Halbmantel gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja okay, der sieht sehr schön aus. Der hat halt hier auch so einen Gürtel. Und ja, und dann habe ich mir so gedacht, nee, muss nicht sein. Ich sehe so aus, als hätte ich einen Anzug an. Der hat mir gar nicht gefallen. Also getragen finde ich den überhaupt nicht schön. Deswegen behalte ich das auch nicht. Also an sich ist das sehr schön, aber irgendwie kann ich mir da vor so wie ein Bodyguard so mit einem Anzug. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann habe ich mir noch ein Oberteil bestellt. Das glitzert halt sehr.
Ja, ich werde es aber nicht behalten, weil man kann meinen Bauchnabel sehen. Und ich mag sowieso keinen Bauchfrei oder halt. Das ist halt zu kurz. Ich bin halt eher der Typ, der etwas längere Oberteile trägt. Die müssen jetzt nicht ganz lang sein, bis zu Knie, auch nicht pobedeckend oder so. Aber halt so, das muss schon so über meine Hüfte sein. Solche Oberteile mag ich. Es sei denn, es ist ein T-Shirt, was etwas breiter ist, was ich mit einer hochgeschnittenen Jeans kombinieren kann. Aber sonst so mag ich überhaupt keine kurze Oberteile. Das steht mir auch nicht. Ich finde das hier vorne sehr schön. Hab mir gedacht, komm, du versuchst jetzt mal etwas anderes, weil deine Oberteile sehen immer so normal aus. Aber wo ich das so angezogen habe, habe ich mir so gedacht, nee, das bist du nicht. Deswegen, also das geht gar nicht. Mir hat es nicht gefallen. Dann habe ich mir noch so einen ähnlichen Oberteil bestellt. Und zwar in so, also für mich ist das Gold. Nee, Senfgelb ist das. Das glitzert auch, ist halt auch sehr dünn und das war genauso kurz. Was mir halt gefallen hat, war das hier, dass das vorne so aussieht. Aber die sind zu kurz. Ich glaube, ich müsste mir das in Größe L bestellen, damit es mir passt. Und so eng und auch an den Armen ist das so eng, dass man sich gar nicht frei bewegen kann. Deswegen hat mir das ja auch nicht so gefallen und schicke das zurück. Dann habe ich mir noch einen Pulli geholt. Was mir besonders gefallen hat, ist halt, dass es mit Schnur ist und die Farbe ist sowieso voll so meins. Ich trage sehr gerne Khaki und ich finde, Khaki könnte man zu jeder Jahreszeit tragen. Und der Pulli ist auf jeden Fall dick. Der hält warm und man merkt es halt an dem Stoff, ne? Ich würde es aber auch im Frühling tragen, wenn es so 20 Grad ist. Ja, okay, 20 Grad ist, glaube ich, ja, doch, 20 Grad, da würde ich den auch tragen. Ja, der ist halt so schön und der ist auch nicht so breit, der ist perfekt einfach nur. Dann habe ich mir noch eine Jeanshose bestellt und die gefällt mir sehr. Weil die Jeanshose sitzt perfekt und ich habe wirklich sehr lange nach Jeanshosen gesucht, die halt keine Riss haben. Weil meine ganzen Jeanshosen, die sind irgendwo so zerrissen, haben entweder ein kleines Loch oder an den Knien sind die zerrissen. Und ich friere. Ich friere und ich weiß nicht, ich habe auch so einen Tick, ich kann keinen Strumpfhose oder so unter meiner Jeanshose anziehen. Also auf gar keinen Fall. Und ja, die Hose, die ist richtig Röhre. Das ist das, was mir am meisten gefallen hat, dass die so eng ist. Weil ich mag nicht, wenn Hosen so an den Knien oder so breit sind. Ich mag das überhaupt nicht. Hat halt schöne große Taschen, finde ich. Und sitzt einfach perfekt. Und ich werde die Hose auf jeden Fall behalten. Also für den Preis. Ich glaube, die Hose war auch reduziert. Bei H&M habe ich halt immer Probleme mit H&M-Hosen, weil wenn ich mir eine Hose in 32 bestelle, dann ist es oft so, dass es zu übertrieben eng ist, dass ich da gar keine Luft kriege. Und wenn ich es mir in 34 bestelle, dann sind die zu breit, dann schwimme ich da drin. Das ist voll, deswegen, also ich habe bis jetzt auch wirklich in meinem ganzen Leben vielleicht nur zwei H&M-Jeans-Hosen mir gekauft oder bestellt. Ich habe mir noch eine Hose bestellt, was ich auf keinen Fall behalten werde. Die Hose hat mir sehr gefallen, weil die so schön dunkel ist und einen schönen Blauton hat. Was mich halt an dieser Hose stört, ist, die ist bei mir an den Knien zu breit. Und wenn bei mir eine Hose an den Knien zu breit ist, ich kriege die Krise. Ich hasse das, wenn Hosen an den Knien zu breit sind, also jetzt bei mir. Weil ich finde, ich trage sowieso nur Röhrenjeans und ich finde, bei einer Röhrenjeans muss das schon so richtig eng sein, auch an dem Knie. So ihr Lieben, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss!